Hallo, ich bin Tabea. Ich bin Wirtschaftspsychologin und ich beschäftige mich schon seit längerem damit, wie man Menschen auf eine positive Art und Weise in Veränderungen begleiten kann, wie man sie unterstützen kann, denn Veränderungen sind immer schwer, sind immer mit Ängsten und Sorgen verbunden, aber manchmal halt überlebensnotwendig. Die Klimakrise ist erschlagend. Die Faktenlage ist erdrückend. Und trotzdem, wenn ich mir das Gesprächsklima in unserem Land anschaue und wie sich unsere Fronten immer mehr verhärten, wie wir immer mehr polarisieren, unsere Gesprächskultur sich immer mehr verschlechtern, wo wir immer mehr nur gegeneinander schießen, als gemeinsam in die Zukunft zu gucken und zu gucken, wie wir diese Herausforderung lösen können, das macht mir noch viel, viel mehr Angst. Freunde von mir haben mir von Bürgerräten erzählt. Am Anfang war ich ziemlich skeptisch. Was soll das sein? Wie soll das funktionieren, wenn Menschen, die sich sonst noch nie mit dem Thema beschäftigt haben, die nichts über Klima wissen und keine Infos haben, wie soll das funktionieren, dass die uns Empfehlungen geben für die Klimapolitik? Inzwischen bin ich überzeugt, dass das genau das ist, was wir brauchen. Ich bin begeistert von der Idee, dass Experten Menschen wie dich und mich, deine Nachbarin, deine Oma, informieren und dann Entscheidungen treffen und wir wieder mehr zusammenkommen, zusammenfinden, aufeinander hören, aufeinander eingehen und gucken, wie wir gemeinsam diese Herausforderung meistern können, gemeinsam in die Zukunft gucken können und diese Zukunft proaktiv gemeinsam bilden und weiterentwickeln. Und genau dafür brauchen wir einen Bürgerinnenrat für Klimapolitik. Und ich bitte dich ganz herzlich, uns dabei zu unterstützen, unsere Petition zu unterschreiben, damit wir diese Vision Wirklichkeit machen können und gemeinsam für eine positive, konstruktive, gemeinsame Zukunft zu kämpfen.